Und damit sag ich mal Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Splatfest oder den zweitagigen Splatfest mit einem sehr, sehr interessanten Thema. Also ich finde bisher ist das interessanteste Thema von allen. Na gut, neben der Eiscreme. Da konnte man ja nur für Team Vanille sein und Vanille hatte ja alle in ihre Schranken gewiesen damals. für die YouTube-Zuschauer, die wissen es eventuell schon, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Das momentane Splatfest-Thema ist Weltrettung. Also beziehungsweise Weltuntergang. Was würdet ihr eher tun, wenn die Welt, also die Kacke am Dampfen ist für die Welt? Würdet ihr euer Leben ganz normal weiterleben? Würdet ihr eine Bucketlist, also so eine Löffelliste erstellen, so das will ich noch machen, bevor ich drauf gehe, also zum Beispiel ich will noch Paris besuchen, ich will Eiskunst laufen etc. Halt was auch immer ihr euch auf eure Liste setzen würdet. Oder das Team, wofür ich gestimmt habe, würdet ihr die Welt retten wollen? Zu dem Thema muss man noch zusätzlich sagen, dass es wichtig wäre zu wissen, um was für eine Art von Weltuntergang es sich handelt. Weil man muss ja immer bei sowas bedenken, es gibt verschiedene Weltuntergangsszenarien. Zum Beispiel gibt es da die Zombie-Apokalypse-Weltuntergangsszenario. Da fällt das mit dem Alltagsleben ja so oder so aus. Weil, wie sollt ihr da euer Alltagsleben noch fortführen? Ist es Deep Impact-Style oder so wie der Film 2012, so Meteor schlägt ein oder Flut? Demnach müsste man eigentlich noch zusätzlich entscheiden, aber... In allen Fällen wäre ich wahrscheinlich eher Team Weltrettung. Ich setze mich jetzt übrigens mal in den Discord. Naja, wir können dann jetzt so langsam loslegen. Im Übrigen, wo wir eh gerade beim Thema Splatoon sind, das darf auch die YouTube-Zuschauergemeinschaft hören. Normalerweise fangen die Community-Streams, also die, wofür man abstimmen kann, ja schon ab den 1. an. Das verschiebt sich alles um eine Woche, weil am 1. Samstag des kommenden Monats die neue Saison bei Splatoon anfängt. Ja. Und dementsprechend möchte ich gerne direkt dazu dann einen Community-Stream machen, der dann auf beiden Seiten auch gleichzeitig läuft. Deswegen verschieben sich die normalen Community-Streams alle um eine Woche. Das heißt, Mario Kart findet zum Beispiel erst am 2. Samstag im Monat statt. Der Monat hat sowieso 5 Samstage, da der allererste Tag im Monat Samstag ist. Aber ich wollte das mal eben kurz erwähnt haben. Ich habe auch so 3 Tickets vorbereitet, plus dass ich alle Waffen, die bis zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, tatsächlich alle aufgekauft habe. Mit den Tickets. Okay. Kannst du da ein bisschen noch was mit den anderen Waffen? Ja. Ich habe tatsächlich offscreen so viele von den Snipers wie möglich durchgebracht. Ja, bei mir war so 8 von denen ungefähr. Also ich habe jetzt keine Ziel-Sniper mehr, die ich durchbringen muss. Ich mag bei dem Spiel tatsächlich dieses Zielvisier überhaupt nicht. Im Übrigen, die Waffen, die ich da schon gesehen habe, die jetzt in der neuen Saison kommen sollen, ich bin zum einen froh, dass sowohl ein neuer Splatana dazu kommt, als auch ein neuer Bogen. Und die Waffen, die feiere ich jetzt schon, die ich da gesehen habe. Also da, wirklich neu in dem Sinne von neues Platan und ein komplett neues neuer Bogen. Der schießt dann so 5 von diesen Tretminen. Diese Fallminen. Ich nenne sie Tretminen. Okay, Pfeile sind für mich Minen sind für mich was anderes. Hauptsache, du verstehst, was ich meine. Ich habe keine Tinte mehr, ich hasse es. Danke. Danke, dass du meine Unfähigkeit ausgleichst. Ich war selber unfähig, überhaupt den vernünftig zu töten. Ja, guck, dann haben wir unsere Unfähigkeiten beide gegenseitig ausgeglichen. Passt doch. Hab ihn. Ich habe auch schon auf jeden Fall geguckt, dass ich mir die Waffen, die Schilde beinhalten, zurückhalte wegen Splatfesten, ne? Ja. Ach, hat man die jetzt mittlerweile schon am 1. Tag? Ich vergesse die doch jedes Mal, die Scheißkracher. Im Übrigen eine andere Sache, über die ich mich mittlerweile freue, ist die Entwicklung, die der Community-Server mittlerweile hat. Weil der wird mittlerweile aktiver.
Und das freut mich, dass ein bisschen mehr Interaktion jetzt mittlerweile da ist. Das ist gut. Das macht mich sehr glücklich, dass ein bisschen mehr Interaktion jetzt da ist. What the fuck? Ja, zum Beispiel so etwas. Was? Damit du hier. Und warum hast du einen ekelhaften Namen? Wen meinst du denn jetzt genau? Den Papa. Gegner? Oh. Ich vergesse durchgehend die Existenz dieser Firecracker. Ich denke mal, das Add-on für OWS hier. Ja. Dass das mit Discord-Audio-Erkennung funktioniert, würde wahrscheinlich funktionieren, wenn ich OBS neu starte. Das Problem wäre, dass ich dann den Stream kurzzeitig beenden müsste. Mhm. Und das will ich ehrlich gesagt möchtest, nicht. Ja, möchtest du nicht, dachte ich mir schon. Da mach ich mir dann lieber den Umstand hier, dass ich den Fernseher halt ein bisschen laut habe. Und das halt auf meinen Ohren, dann also auf dem Kopfhörer generell dann gestummt habe. Ich habe dich übrigens gerecht. Ja, wenigstens etwas. Auch wenn die Gegner nur zu dritt sind, haben wir gewonnen. Das ist die erste Runde, die will ich nicht rausschneiden. What? Okay. Aber, auch wenn das zu dritt war, jetzt bei den Gegnern. Die waren recht gut eigentlich. Ja, normal, sag ich jetzt mal. Also dafür, dass sie nur zu dritt waren, waren sie gut. Nebenbei, ich glaube, Muffin Man hat seinen Namen geändert. Er ist jetzt Out of Ink. Er sagt damit meine Zukunft voraus. Ich habe übrigens gemerkt, der Bot für die Verlinkungen bei einem Server, der braucht echt lange teilweise, um zu bemerken, dass der Stream an ist. Das hat aber nichts mit OBS zu tun. Nein, ich meine beim Community-Discord-Server. Ach, wir kämpfen gegen unser eigenes Team. Die Map mag ich schon wesentlich mehr. Ja, hier haben wir auch unseren ersten Sieg eingefahren heute. Möchtest du es wirklich einen Sieg nennen, wenn beim gegnerischen Team einer gefehlt hat? Sieg ist Sieg, Shining, das zählt. Ja, aber solche Runden schneide ich trotzdem aus, wenn da aus dem gegnerischen Team einer auf einmal weg war. Vor allem, wenn es früh war. Es fühlt sich dann nicht wie ein anständiger Sieg an. Für dich vielleicht nicht. Nein, für mich natürlich auch nicht. Nee, hinter dir, wie hinter mir? Da kann doch keine sein. Ja, nee, du warst es nicht. Da war ein Snipper. What the? Ich hab mich vor dem Snipper nur in Acht genommen. Ich hab den anderen ausgeblendet. Nein, da leckt der Typ! Hex! Der leckt der Typ! Unfair! Der Typ leckt, das ist unfair. Der hat einen Pink-Vorteil. 99% der Zeit Ausreden suchen. Das sind keine Ausreden. Der hat sich zu mir geleckt. Doch, der leckt. Der eine leckt. Ich weiß nicht mal, welchen du meinst. Ja, ich habe ihn ja noch nicht gekillt. Anscheinend habe ich den einen. Ja, den Peppino heißt der. Der leckt gerade. Ja, der ist am. Steht das am Hacken oder ist am... bei dem Switch-Hacken ist sehr, sehr schwer. Also, wenn man einen Titan hat, dann kann man es tatsächlich, aber es ist sehr, sehr aufwendig und es kann die Switch auch kaputt machen. Ja, entweder dann hat er ein scheiß Internet, ey. Im Übrigen, ich weiß es daher, weil ich nach Methoden geguckt hatte, wie man mit der Titan, ist es nämlich möglich, über Parsec mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Wie die Funktion einzustellen ist, um dass man das zusammenspielen kann dann.
Da wurden hauptsächlich dann Hex besprochen. Junge, der Typ. Achso, der Typ ist tot gewesen, okay. Der Typ ist auch tot. Ja, die Gegner sind ganz nett heute. Außer der Typ mit dem Flexroller, ich wusste es. Okay, ich habe ihn auch gekillt. Ich habe zwei. Boah, schade, ich hätte ihn noch gekillt, aber... Ich habe noch zwei mit der Ult erwischt. Wir haben gewonnen, Shining. Das zählt. Ja, das ist wirklich eine Runde, die zählt, okay? Shining? Ich weiß gerade gar nicht, was du von mir willst. Ich habe nur gefragt, ob die Runde zählt. Es zählt, ich schneide die Siegrunden nur dann raus, entweder wenn du komplett am Upragen bist, oder wenn bei den Gegnerteam auf einmal eine gefehlt hat. Bei den Dreiklappkämpfen, wenn es halt nur so ein halber, beziehungsweise halb garer Victory ist, dadurch halt, ja, wir, es war zwar Angreifer, aber wir haben nur dadurch gewonnen, dass das andere Team gewonnen hat. Das fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Hat Muffin, ist Muffin einfach so weggegangen? Ohne ein Wort zu sagen, ja. Und seitdem geht's mir schlecht. Wieso schlecht? Hast du keine guten Runden oder? Knappe Runden trifft es. 0,1% Unterschied. Eine Explosion mehr zum Beispiel und eine Victory Runde, also bisher gar keine Runde gewonnen. Aber hey, wenigstens wird mein Video kurz. Du musst es immer positiv sehen. Weniger zum Schneiden. Hast du schon mal 10 oder so erwischt? Ja, ich hab mal 10 erwischt und den habe ich verloren. Wie erwartet. Ach, sehr ruhig. Ja, du hast ja gerade nur von verlorenen Runden gesprochen. Ja, wie gesagt, es hängt halt viel von den Kameraden ab. Hängt auch von den Gegnern ab. Wenn die wissen, was sie tun, dann... Ja, das hast du meist immer. Ich meine, das Gefühl habe ich bei Kameraden nicht immer. Also bei den Randoms habe ich das nie. Das Gefühl hat, die wissen, was sie tun. Ah, der Tintenschauer ist echt stark, weil der mich ordentlich weg zurückdrängt. Gefühlt habe ich jede Runde irgendeinen Wannenschwupper im Gegner-Team. Ich bin noch entkommen. Wollte er mich mit einem Tintenschock holen. Ha, hast nur den Kappenpanzer zerstört. Der wäre jetzt eh weg gewesen. Ich sehe doch die Scheißbubbles von dem Bandenschwopper. Ich sehe sie doch. Er ist abgehauen. Ey, kaum stehen sie neben mir, ich treffe nicht mehr. Was? Ach, der hat einen Galgon. Oh. Mit einem Schuss halt nur gefehlt, ne? Galgon, Galon! Galgon klingt viel geiler. Und, na, guck mal hier. Ja, will er lesen. Ach, egal. Mich klingt Galgon geiler. Aber schön, dass dir das DLC-Projekt gefällt. Ich lese sie nach. Ja, habe ich auch gehofft, deswegen würde ich nicht kommentieren. Ich weiß ja sowieso, dass du einer bist, der immer kommentiert. Ich reagiere auf die Kommentare, aber nicht bedingt immer sofort. Ja, das kannst du auch nicht machen. Das wird mich ja wundern. Also manchmal reagiere ich erst so 2-3 Tage später. Oh nein, hinter mir! Nein! Wie kommt der da überhaupt jetzt hin, ey? Ich hab doch alles abgesichert. Boah, das von ist oben. Jetzt
Von da kommen sie. Die haben da auch durchgehend so ein Springding. Oh, Junge! Wie bin ich den dem jetzt entkommen? Ich hasse den Bandschrupper. Und ich hasse diese Map. Ich mag die Map wirklich nicht. Trauma vom letzten Mal, also... Ich hasse diese Map. Da bin ich ganz ehrlich. Aha! Die Map, ich mag sie tatsächlich. Sie ist, man kann zwar, man kann wohl durchaus Gegner übersehen, aber ich finde sie sogar okay. Wir haben die Runde gewonnen. Ja. Ich mag die Map trotzdem nicht. Also beim letzten Stream, ich hatte es sogar als Textnachricht angeblendet, wo diese Map vorhanden war. Wir hatten so gut wie kaum eine Runde gewonnen, vielleicht so zwei. Ja, endlich hast du meine Pilz halt angefasst. Ja. Geht doch. Wir sehen ja auch fast gleich aus, gefühlt. Endlich hast du meine Schimmelpilzhand angefasst. Endlich. Na, schimmelig ist sie nicht heute. Aber so tust du immer. Nein. Weil du sie nie anfassen willst. Wenn ich salzig bin, dann hab ich den Eindruck, dass deine Hand aus Pilzen besteht. Ja, sag ich doch durchgehend. Du Wichser. Das kommt eh nicht ins Video, von daher musst du nicht schneiden. Also ich nutze schon meine Räume, wo ich fluchen kann. Ja, Lobby. Ja. Außer du machst es nie in den Runden, dann habe ich nämlich weniger zu tun. Wieso weniger? Mehr? Mehr zu tun. Ja, ich wollte gerade sagen, nur wenn ich komplett... Weniger zu tun in Hinsicht auf, wenn du in der Lobby fluchst. Ja. Und nicht in den Runden. Dann habe ich weniger zu tun. Wenn du in den Runden fluchst, dann habe ich mehr zu tun. Ja. Ich habe dich auch nur berichtigt. Aber hey, wenigstens hatte ich das eine Mal das gegen Bananen ausgetauscht. Was du da ausgesprochen hattest. Ja, das habe ich leider nicht gesehen. Du hattest bestimmte Themen genannt, die ich hundertprozentig zensieren musste. Da hatte ich dich gefragt, soll ich einfach sagen Bananen? Und dann habe ich einfach trotzdem Bananen eingefügt. Ich treff den da nicht! Geht doch! Du hast ihn zumindest noch getötet. Ich bin auch noch am Leben. Da ist ein Gegner! Oh. Was heißt ich habe zumindest noch getötet? Ich bin noch am Leben. Ja. Nicht, als wäre ich gestorben. Nein. Ich war halt froh, dass du noch überlebt hast. Also von daher... Ich war nicht mehr in Reichweite. Ich war schon unten. Was hatte der für eine Waffe? Das hat mir okay, der Kleckstopp hat mir anscheinend eine größere Reichweite. Da ist übrigens einer an unserer Basis. Dieser Sack, ey. Das ist so ein richtiger Noob-Move. Der ist in unserer Basis. Statt mit einer Waffe gegen mich zu kämpfen. Ja, der mit der Zunzuka meine ich eigentlich nicht. Meinte eigentlich den mit einem Hammer. Was macht der in unserer Basis? Der leckt. What the? Also ich habe ihn eigentlich permanent getroffen, aber ja, mal wieder haben die Server nicht funktioniert. Das mag ich gar nicht. Wenn das so ein kompletter Server-Einsturz ist. Ah, ich glaube, ich habe mich gerecht an dem. Ich müsste nach der Runde eventuell die Lobby einmal neu machen, eventuell sogar Spiel neu starten, weil es sich nicht auf LAN umgestellt hat. Obwohl ich eigentlich angeschlossen habe. So, du nur. Ja, ich habe leider zu viel Schaden von der einen Waffe bekommen. Zumindest einen habe ich noch erledigt. Zum Glück. Dein einziger Kill. Was soll das heißen? Ja, komm, ich scheiße ihn jetzt drauf. Ah, zumindest konnte ich mich paar Mal an den Kleckstoppler rechnen.
Rechnen, genau, rechnen. Rechnen. Noch Feuerkracher geworfen. Ja, das müsste eigentlich ein Victory sein. Die Feuerkrache kannst du oben rechts auch bei der Spezialanzeige sehen, ne? Ich weiß, dass sie existiert. Ich vergesse ihre Existenz. Das ist mir auch erst heute Morgen aufgefallen, dass die Feuerkrache extra oben noch bei der Spezialanzeige angezeigt werden. Wie viele man hat. Ich weiß, dass sie da angezeigt werden. Wie gesagt, ich vergesse einfach nur ihre Existenz. Genauso wie ich die Existenz der Bomben immer vergesse. Und wenn das die gleichen Gegner wieder? Ich glaube nicht, aber... Ja, die hat wieder auch, einen Pinsel und Kleckstock und Schwappert. Auch wenn es mich nervt, ich glaube, nach der Runde starte ich echt einmal den Stream neu, weil dein Reactive reagiert auch nicht mal darauf, dass du redest. Also ich starte auf jeden Fall den Stream gleich nochmal neu. Der ist ja dann nur so für 10 Sekunden ungefähr unterbrochen. Also sollte der eigentlich reconnecten. Na gut. Aber du bringst dich ein bisschen Pech daran mit. Ich mach dann aber logischerweise kurzzeitig eben kurz die Lobby zu. Und mach dann eine neue auf. Weil OBS ist gerade so extrem spuggy. Oh, ich hab den Typ mit dem Hammer erwischt. Geil. Okay, der Typ war anscheinend auch nicht gut. Der Japaner so schlecht geaimt und hat mich erwischt. Das ist schon wieder ein Klischee, ne? Ja, Japaner sind eigentlich richtig gut in dem Spiel, ne? Also in Splatoon zumindest. Das hat mich ja wirklich gewundert. Klischee ist ja, dass Asiaten ja hier generell die absoluten Overpost sind, weil sie gefühlt nichts anderes tun als Game. Das ist ja das Klischee. Ja, das habe ich schon mal was von gehört zumindest. Oh, hat die da so ein Aslak, ey, der die ganze Zeit trollen will mit dem Pinsel. Übelst nervig, solche Leute. Ich bleib lieber in der Mitte. Ist ja, nicht so verkehrt. Allein wenn wir die Mitte halten, ist schon sehr gut. Von der rechten Seite kommt übrigens einer. Hat sich erledigt. Könntest du bitte aus dem Weg gehen, Dark? Danke. Da ist einer gespawnt. Ich hab ein Schild aktiviert, während er auf mich geschossen hat. Boah. So, wie gesagt, ich gehe jetzt einmal ganz kurz in die Lobby, ne? Die Runde lief doch gut. Neues Emoji direkt gezeigt. Winken den Zuschauern. Sogar genau, genau so, dass wir uns gegenseitig winken. Ja. Im Übrigen, warum du das jetzt über den Chat zu Krufolo kannst du auch so fragen? Ja, nicht, dass er mich nicht hört. Das hört mich jetzt einfach nur. Man hört dich mittlerweile getrennt. Ja, schon, aber man kann. Ja, mittlerweile funktioniert OBS nach Neustart ja wieder. Ja, ich meinte jetzt aber nur, ob man. Ja, man kann ja nicht mal alles hören, was ein Streamer oder der Stream-Kollege halt sagt. Das meinte ich. Ich habe ja nicht auch immer was gesagt. Nein. Den Krampanzer ich mir nie für mit drauf. So, jetzt war mit dem Platscher. Ist ja eigentlich schon mal nicht einfach.
meinen, dass die Waffen unten in der Waffe laufen. Wie hart seid ihr denn durch? Hinter mir. Oh, Mann, wie kommt der denn jetzt dahin? Oh. Einfach komplett hinter mir, als hätte aus meiner Basis. Der kam aus meiner Basis. Gerade. Keiner hat sich bisher an uns vorbeigeschlichen. Ja, doch. Ich und Gruff ist fern gerade sehr viel. Kam aus unserer Basis. Super seltene Partykanone hat mich vernichtet. Ja, ich habe ihn erwischt. Oh, jetzt hat nicht der da uns. Ach, der hat die Doppler. Löschdoppler. Ja, die Löschdoppler sind ultra stark. Ich musste sagen, ich habe, also jedes Mal, wenn ich damit in der Runde gegangen bin, ich hatte keine Stat, keine Grenade. Absolut. Also Runde haben wir gar nicht. Also du hast aber gesehen, wie stark die sein kann, ne? Die können stark sein, aber meine Runde mit der Waffe absolut. Ein bisschen, aber Skill Issue ist auch da, ne? Man kann nicht immer alles auf die Mates schieben. Naja, also eigentlich von Aiming hat es gepasst, aber das Problem war einfach nur, unten mit den Mates waren absolut beschissen. Da oben gammelte einer. Hey, endlich gammel ich mal in der Gegnerbase. Und färbe da. Zusammen mit Gruff. Ah, die macht einfach geil, der Platscher. Sollte gefühlt Ausbilder mit der Waffe werfen. Also wenn wir die Runde nicht gewinnen, dann weiß ich nicht, ne? Ja, die sollten wir gewinnen. Ich hab dir ja noch versprochen, ein paar Win-Runden zu holen. Danke. Ich bin zweimal gestorben. Ich hab mir aber hauptsächlich nur gefärbt. Warst sogar komplett in der Gegnerbasis. Ja! Bist du direkt am Anfang losgestürmt? Nein! Ich hab nur gefärbt, zusammengerufen. Ich frag mich nur immer, wie der mit dem Schwapper hinter mir gekommen ist. Der kam gefühlt aus meiner Basis. Weil ich hab gesehen, ja. Griffelos, da ganz hinten in der Gegnerbasis. Ah, oh, dann wird mir keiner hinten in den Ich habe nur zwei Kills gemacht und trotzdem 1100 Punkte. 2-2, 1000. Ich habe halt durchgehend gefärbt. Sogar durch die Gegnerbasis einfach durch. Also ganz kurz bei Community Teams, ich nehme generell keine Einladung an. Also bei Community Teams nehme ich die Einladung nicht an, ich ignoriere die komplett. Also was Spieleinladungen eingeht. Ja, ich hab's gesehen. Freundesanfragen jetzt nicht, aber halt so, ja, möchtest du bei mir mitspielen? Alter, ich hab einen Community-Stream an. Sollen wir doch. Das ist halt das, was ich mir denke. Ich hab einen Community-Stream an. Ich join ganz sicher nicht. So, ich habe den unnützen Detektor dabei. Ja, wenn der wenigstens ein bisschen Schaden machen würde, dann wäre der ja noch irgendwo gut. Aber es ist halt wirklich nur eine Markierung in einem kleinen Bereich und den sieht der Gegner so offensichtlich. Also wenn du den nicht direkt in den Gegner reinwirfst, ist das Ding halt komplett useless. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit den Mates, mit deinen Mates, dass sie den auch wahrnehmen. Ja, aber es ist trotzdem useless, weil die Gegner sehen den und da, wo du ihn hinwirfst, du weißt so oder so, dass der da ist. Und die Mates wissen das dann auch schon eigentlich im Voraus. Ich versuche ihn ja zu nutzen. Ich finde ihn nur als einfach komplett useless. Scheiß Kontrablaster. Ja, der war. Achso, der hat mich. Ich habe mich auch gefunden, warum das so. Die war den dazu gehen. Ja, der hatte einen im Fokus. Rat mal, wer ihn. Wenn da einer sagt, Scheiß Kontrablaster. Ja. Also ja, ich mag den Detektor überhaupt nicht.
Ich hab ihn mitgenommen. Obwohl der eine mit dem Tinder gerade so gefuscht hat. Oh, Tick zu verdammt, man muss aufpassen. Ah, Shining, da bist du los gewesen. Ich hab einen Ausweichmove nach hinten gemacht. Das Problem war, ich stand genau in der Mitte, als das Ding geflogen kam. Und? Zwei Kids hier? Spawn ich bei einem Kontrablaster-Typen? Ich habe ihn markiert, ich habe ihn angepinkelt. Oh, jetzt hat er mit seiner... Ja, ich verrate deine Position! Ich spawne und explodiere. Ich laufe jetzt selbst. Ich habe keinen Bock mehr. Jedes Mal, wenn ich bei jemand anderen hinhüpfe, sterbe ich sofort. Deswegen mag ich den Supersprung auch nicht. Ich glaube, die kriegen da Trauma von meiner Waffe. Die hat mich, glaube ich, gerade so richtig. Gegner. Wird die Feuerkoche einfach mitnehmen? Naja, wenigstens eine Win-Runde. Oh, das war so... Oh, das war so geil, die Runde, wirklich. So geil. Aber ich hatte so gute Szenen, wo du getötet wurdest, ne? Jetzt reich mir doch die Pfote! So oft, du wurdest so oft von dem Sau... von dem, Ich weiß! Ich wurde hauptsächlich von dem Tintegrator getötet. Du, das ist spawns neben mir und der schießt eigentlich den Sauger auf mich und ich so, ja, aufpassen, Shining. Ja, ich spawn gerade, wie soll ich in dem kurzen Zeitfenster auch abhauen? Also ich sweate tatsächlich gerade nicht, aber also ich sweate nur an meinen Ohren gerade. Das ist sehr interessant. Hattest du das auch schon mal? Keine weiteren Fragen. Und wieder links. Oh. Ich hab die runtergeschubst, oder? Kann das sein? Du kriegst nach der Runde ein Gift von mir. Ja! Komm, das wird die Cliff. Kriegst nach einer Runde ein Gift von mir, du Sack. So, das klipp ich jetzt. So bleibst du verstehen. Kannst auch nach der Runde schneiden. Nein. Wenn du schneiden, tue ich das sowieso nach der Runde. Aber das war schön. Ja, erwischt! Ich glaube, ich bin keine Karma, kein Karma. Karma ist a bitch. Ja, mit dem Swarm ist fertig, kriegt die Karma-Schelle vom Sniper. Das sehe ich jetzt schon mal. Ah, mein Mundjob gerade. Mein erster Anzeige. Also der Typ war gerade AFK nach seinem Sprung. Was sehr, sehr tödlich ist. Muss nicht unbedingt AFK gewesen sein, vielleicht ist sein Controller einfach leer gegangen. Ich gehe einfach mal die AFK-Schiene. Das ist weniger peinlich für ihn. Ich gehe die Controller-Schiene. Oh, der Sniper! Der darf nicht töten. Ich habe mit allen drei Schüssen der Trinsuke eine Person umgebracht. Mit jeder einzelnen. Ja, das ist Geld, also ich würde mal sagen. Klippt der? Ja. Ich glaube, das ist eine Runde, die teilweise schon entschieden ist, aber man will nicht zu vorschnell sein. Man will nicht rumpeln. Sonst jinx ich es. Ja. Ach, wer steht da gerade so weit hinten? Danke, dass du so weit hinten stehst. Dann schießen nämlich wenigstens nicht instant ab.
Ja, wie gesagt, ich möchte. Never mind, da links steht ein Sniper. Ja, hinter dem Ding. Nein, mein Aimer sagt gerade. Oh, Junge. Oh, oh nein, oh. ich seh's doch. Jetzt, der Glück hat mich getötet. Oh, das wird. Der mit dem Kampfsprung kam gerade in mein Gesicht geflogen. Erwischt! Ach, ich brauch gar nicht spawnen. Oh, ich hab wieder gleich vergessen, wieder die Feuerkracher zu werfen, aber egal. Ich vergesse die sowieso durchgehend. Jetzt schneide ich jetzt von den schönen Clip. Tut mir leid, das bleibt die Königsszene heute. Oh lol, man hat mein Lachen gar nicht gehört, weil es übersteuert. Ich sagte auch schon mehrmals, dass du übersteuert. Ich hab dich sogar schon in Discord leiser gestellt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an meiner... Eventuell müsstest du deinen Pegel ein bisschen runterstellen, dass er ein bisschen schlechter erkennt. Ja, aber dann erkennt man mich gar nicht, hab ich das Gefühl. Weil ich habe sowieso das Gefühl, dass mein Mikro ein bisschen komisch ist. Also halt die Eingabeempfindlichkeit. Ja, genau. Ich hatte das auf automatisch ermitteln. Ja? Ich hatte das bei mir automatisch die Empfindlichkeit ermitteln. Moment, du hast bei Discord. So gesehen, ne? Also bei Discord habe ich das so, dass das Teil automatisch die Empfindlichkeit ermitteln soll. Ja, dann habe ich das jetzt nochmal reingestellt. Man muss aber auch zugeben, ich habe selten Momente, wo ich mal ausraste. Also wirklich selten. Ja, ich habe die ja auch sehr selten. Und wenn ich mal ausraste, dann ist es eher so, meine innere Stimme, die am Ausrasten ist, wenn Nakaya wieder beispielsweise während des Streams am Mampfen ist. Da ist übrigens ein Stürmer in unserer Basis. Und wir haben nur Stürmer, auf jeden Fall Gegner, weil ich sehe nur Airbrushes. Und Airbrushes sind immer die Pusher-Teams. Ja. Daran kannst du die so hart erkennen. Ja, die werden. Wir haben jetzt einmal kurz geschafft, da durchzukommen. Ja, aber das sind die Pusher-Teams an sich. Also. Man muss aber auch fairerweise sagen, mit der Airbrush kannst du ultra stark werden. Als ob der Eihammer nicht anfällig zu treffen ist. Ich war außer Reichweite. Beim Highhammer bist du von vorne unangreifbar. Also man kann dich von vorne nicht angreifen. Weil es ja absolut. Es ist wie beim Krabbenpanzer, du bist nur von hinten angreifbar. Du bist ja absolut verzweifelt gewesen. Oder du machst es richtig sinnvoll. Und machst einfach so genau da, wo die Aufschlag machen, dass du da eine Hackbombe beispielsweise hinschmeißt. Dann sterben die instant nach ihrer Explosion. Da ist einer, ne? Ja, ich weiß, dass der da unten steht. Hab ihn. Ich wollte die von hinten überraschen, aber ich bin wieder zu unfähig zum Treffen. Ich spawn einfach mal, weil der Sniper ist nicht so, als wäre der unsichtbar. Okay, keiner ist hinter uns tatsächlich. Ich hab nochmal nachgeguckt. Da vorne ist einer. Oh nein, meinst du, einer verlassen? Ja, dreimal kannst du raten, wer. Sollte aber nicht sein, oder? Ja.
Boah. Ich habe ihn noch erledigt. Gegner haben kassiert zum Ende. Naja, das ist halt so ein Musterbeispiel. Wenn es so in den letzten 20, 10 Sekunden ist, beim Schnitt pfeife ich dann darauf, dann lasse ich das trotzdem drin. Aber wenn es so eine Minute bis zwei vor Abschluss der Runde ist, dann schneide ich die Runde auf jeden Fall raus. Ach, Kaufvolo macht jetzt mit dem Binken. Komm, ich... Nee, das kann wie gesagt nicht immer nachschauen. Wenn einer left, dann kannst du nicht nachgucken, wie viele Punkte der jetzt eigentlich geholt hatte. Kannst auch nicht nachgucken, wie oft er gestorben ist. Kann allerhöchstens beim Schnitt sagen, wie oft gestorben ist. Ja. Bist du rechts? Ja. Und das ist links, rechts. Wenn wir uns die Arbeit so einteilen, dann geht's. Oh, jetzt hat der Typ wieder 5 Millionen Leben gehabt, der eine. Ich hab dich gesehen, du brauchst dich nicht verstecken. Ja, das war der, der Typ, der von Abdauen. Der war ja instant tot bestimmt, ne? Ich guck, dass ich den Detektor ab und zu werfe. Extra so in Wege, wo die langkommen müssen eigentlich. Dank für ihn, Glück, ich danke dafür. Den habe ich. Ich habe den bekommen. Ich habe alles. Das war Michael. Nee, ich hab ihn gekillt. Hallo? Scheiß Abstauber. Ich hab die meiste Arbeit. Abstauber! Nee, man sieht's im Video, Abstauber! Nee. Also ich hab die Hitmarker bei dir gehört. Oh, warum sterben die Leute aber auch? Oh nee, da hat einer den Tintenschock, ich hasse es. Sind die, die kuscheln kommen. Oh, noch einer! Oh, Junge, so viel kann ich jetzt auch nicht töten. Da ist einer bei uns, gerade oben. Ja, nee, den könnte ich töten. Ich reicht. Nee, gleichzeitig. Schwer. Hat Versprechen gehalten. Ja, da ist noch einer. Und zwar mit einer Airbrush. Der wirft gerade eine Kugel nach dir. Junge, wie viel Leben hat der Typ? Ruf aus dem Weg! Blockiert meine Schüsse! Ich hab keine Tinte mehr! Wie hab ich den Tod gekriegt? Ich hatte keine Tinte mehr! Ich hab nur noch verzweifelt die Feuerkrache geworfen und hab den noch irgendwie tot gekriegt! Wie? Ja. Ja, komm, wir sammeln Siege noch zum Schein. Ich freue mich. Kann ich ja im Video, kann ich ja bei dir im Video anschauen. Das war mein Kill. Nein. Ich habe die ganze Arbeit gemacht und du hast abgestopft. Ey, ich habe wohl die ganze, Mitte geclearet, möchte ich mal wohl sagen. Das war mein Kill. Nee, ich hab die Hitmarker bei mir gehört. Hattest du Hitmarker? Ja! Ich hatte bei mir auch Hitmarker. Ich hatte bei mir 4 im Hitmarker. Oder 3. Na gut, hast vielleicht einen Hit getroffen. Ich würde jetzt aber so langsam wirklich gerne mal Salmoniden eventuell machen. Ja gut, ne? Also für YouTube ist jetzt hier ein Cut. Ich mach mit den Twitch-Zuschauern jetzt noch ein bisschen Salmoniden. Euch sage ich einfach mal, euch sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Bis gleich. Ja. Ach ja, es gibt ja eine neue Map jetzt. Also ich weiß nicht, ob die jetzt schon dazu kommt oder erst dazu kommen wird. Ich glaube, das ist. Aber ja, oder? Nein, das ist nicht. Okay.
Kann aber froh sein, dass okay, die erste Runde sieht YouTube auf jeden Fall doch. Ich habe die neue Bärwaffe bekommen direkt. Den Bärstringer. Alter, wie geil. So. Alter, guck dir das mal an, wie viel Min ich abfeuer. Aber da gab's doch schon mal noch so eine Bärstringer. Das ist das erste Mal, dass ich die habe. Also die erste Runde sieht YouTube auf jeden Fall. Ja, ich habe die auf jeden Fall schon mal. Ja, du vielleicht, ich nicht. Alter, wie viel feuert die denn ab? Hau ab, du kleine Ratte! Kannst dein ganz viel Turm damit kreieren. Die Waffe gerne mal im Online-Modus. Wäre überhaupt nicht okay. Ich will nicht, lass nicht, du hässliches Ding! Danke. Danke, wer auch immer das Ding umgebracht hat. Ich hab keine Tinte. Ich habe auch Inseln, die Bärwaffe bekommen habe, die neue. Ein geiler String auf jeden Fall. Und haben die erste Runde ja geschafft. Verbraucht sich aber auch die Waffe. Die hat einen übelsten Verbrauch. Na gut, jetzt sehe ich YouTube aber wirklich erst nach dem Zwischenergebnis wieder. Du warst also, nur diese eine Runde oder was? Ja, nur die neue Waffe. Also ja, wie gesagt, euch bis gleich nur nach dem Zwischenergebnis. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu im zweiten Splitfest-Tag des Weltuntergangs Splitfettes. Ja, Splitfettes, nicht Splitfestes. Hab ich nur versprochen. Ja, gestern lief ja nicht so gut. Also es hätte wirklich besser laufen können. Also nach dem Schnitt sehe ich dann meistens, wenn ich so etwas sage, okay, da sind nochmal 30 Minuten mindestens fürs abgekommen. Aber gestern kann man wirklich sagen, wir haben bei weitem mehr verloren als gewonnen. Vielleicht wird es heute ja wesentlich besser, man weiß es nicht. Heute kommen auf jeden Fall die Dreifachkämpfe. Das heißt, mein Ohr wird zerstört. Ich setze mich einfach schon mal in den Call. Und bereite mich psychisch darauf vor, dass ich heute Abend mit einem Tinnitus ins Bett gehe. So, erste Runde des Abends. Und wir gehören zu den Verteidigern. Dann mache ich mal wieder Feinarbeiten. So. Das erste so richtig Signal
war schon da und das wollte auch schon jemand einsammeln. Frechheit. Nein. So, ihn habe ich. Ey, alles was besser als gestern ist, ist doch gut. Muss nur besser laufen als gestern, weil gestern lief überhaupt nicht. Ihr habt ein Schild da stehen, nutzt ihn. Ich mach dir mal sauber. Du bist die, jo. Müsste trotz allem ein Victory sein. Jawollo! Erste Runde des Tages, erster Victory des Tages. Du darfst gerne weitergehen. Sogar den Tintenwerfer genommen. Ich hab sonst nur den Sepiato noch als einzige Waffe übrig. Und den Sepiato will ich ganz bestimmt nicht bei Dreifab nutzen. Ich weiß, dass das in der Katastrophe endet. Genauso, wenn ich den Hühnerroller nehme. Ich mag den Tintenwerfer nicht, aber den Sepiato will ich hier noch weniger nutzen. Boah, wenn der Grüne jetzt schon in der Waffe da ist, dann... Ich habe extra den auf den Blauen von hier. Jetzt geht in die Mitte. Wenn ich jetzt in der Verfolgung muss ich einsammeln, dann... Okay. Das ist ja... logisches Spieldenken. Ah. Junge, was ist... Ich spawne! Da, das Spiel hängt nicht nur von dir ab! Ich hab gesagt, ich spawne und bin tot. Ich hab nicht mal spawn. Die Grünen machen das sehr intelligent. Das muss man denen lassen. Junge, machen das wirklich sehr, sehr intelligent. Der eine sorgt mit der Trisuche, dass da von der einen Seite keiner hochkommen kann und der andere rennt so lange mit dem Schild rein. Die machen das wirklich sehr, sehr intelligent. Da muss man auf jeden Fall schon mal well played sagen. Die spielen das wirklich gut. Ey, ich hab noch nie eine Spürwürmer getötet und fällt genau darunter, ey. Boah, was für ein Lacker, ey. Das Spürwürmer... Die hatten ja auch die ganze Zeit den Tiger und Wunder, ey.
So, bin ich auch so scheiße. Ja, ich denk. Kann mal ihre eigene Fahrt. Fuck. Achtung, da ist einer nah bei dem Surimi. Bei den Grünen. Wie gesagt, die Grünen, die spielen das sehr gut. Sehr gut. Gibt vielleicht mal? Stimmt ja, es gibt die Firecraft. Ich vergesse immer noch deren Existenz. Grün nimmt das jetzt eventuell ein, wenn keiner. Ja. Ich gehe mal von der Mitte weg und gehe mal unten ein bisschen einnehmen, ne? Ich habe gesagt, dass ich unten einnehmen gehe, damit wir ein bisschen mehr Fläche haben. Ja. Ich bleibe dabei. Grün hat das sehr gut gespielt. Ich gönne denen den Victory. Die haben das sehr schlau gemacht. Der eine hat wirklich mit der Trisuka die ganze Zeit den Weg da abgeschossen, dass keiner hoch kann, und der andere ist mit dem Schild da reingegangen. Damit konnte nur die halbe Armee mindestens dort antanzen. Das war sehr intelligent von denen. Aber trotzdem haben wir gewonnen. Wir haben gar nichts verdient. Ja, weil die gepusht haben. Das war die Stark, bei Angreifern musst du pushen. Achso, also bräuchte ich meine eigene Basis färben? Oder was willst du damit sagen? Also, die Taktik ist, du guckst, dass mindestens einer im Team diesen Schild dabei hat. Der lädt seinen Schild auf und färbt die Basis. Der andere, bei der Map vor allem, bei uns da oben einer campt, hält die anderen auf, bis der andere sein Schild aufgeladen hat. Und dann guckt, dass der mit den Schild hat, da zu den Surimi hingeht und schnell den Schild setzt. Im besten Fall der eine den anderen beschützt. Dann kann man das Ding leicht einnehmen. Und das hat der eine ja auch gemacht aus dem grünen Team. Der hat mit der Trisuka ihn geschützt, indem er den Weg da beschossen hat, damit keiner da hin konnte von der Seite aus. Das hat der wirklich sehr intelligent gemacht, beziehungsweise das grüne Team hat das generell sehr intelligent gemacht. Ach komm, ich will auch mal im Angriff sein. So. Ach Tag, wir sind auf einer Seite. Du bist auf derselben Seite wie ich gespawnt. Nichts da. Wenn ihr pusht, dann push ich auch in die Basis rein. Also, neben ihm steht mein Freund, er ignoriert ihn, geht auf mich. Nein, was? So was denkt ihr, ne? Ich finde es ein bisschen doof mit dem Doppler, wenn er gerade eine Schauerwelle ist und du am Schießen bist, dann kannst du ja nicht springen. Dann bist du ja dann so ziemlich gearscht. Keine Sorge, ich habe alle beide getötet. Aber da steht noch einer in der Mitte und nimmt gerade ein. Ja, ich habe ihn noch getötet. Die anderen alle habe ich umgebracht. Der hat mich dann gefinisht. Attention! Oh Mann! Mitte, geht in die Mitte, Shining, Mitte, Shining. Danke, Shining. Ich will eigentlich unten bei immer ein bisschen mehr färben, weil unten macht wesentlich mehr aus als die Mitte. Ja, geht nicht, wenn die. Ich kann ja jederzeit von hier unten aus hoch, das ist ja nicht das Problem. Ach, Gott sei Dank. Ja, die Grünen setzen halt voll unter Druck. Und die Lila natürlich auch. Da hast du ja gar keinen freien Raum überhaupt, was anderes zu färben.
Alter, das Ding ist aber auch aufgeladen wie sonst was, ey. Also die Grünen mache ich gerade am laufenden Band fertig. Ja, die sind aber voll, die gehen voll rein. Ja, was glaubst du, warum ich die fertig mache? Haben wir nur zu befreien. Ich hab sie. Ja. Aus dem Weg, Fettsack. Hinter dir, Shining. Da will ich mal die Feuerkracher mal nutzen. Hast du auf mich gehört, oder? Da war es schon zu spät. Da war es okay, schon längst zu spät. Ich wollte die Feuerkracher mal zu den Grünen rüberwerfen. Siehst du ja auch, dass da ein paar Explosionen sind. Und genau in dem Moment wurde ich von hinten gekillt. Aber ich würde sagen, ich habe die Runde abgeliefert. Kannst du ja an meinen Kills sehen. Also ich habe das Ding durchgehend verteidigt. Jedes Mal, wenn das irgendwer aufgehoben hat, habe ich den instant umgebracht. Gott, das war wirklich nicht fair. Also, war unmöglich. Aber doch, ich hab unten gefärbt. Ich hab's noch so hart gecallt. Gehen wir rein. Weil die werden 100% pushen. Ja, guck dir mal an, wie oft ich die da in der Mitte umgebracht habe. Ja, 12-4. Was hatte ich? Ich hatte auch den Dreh, ne? 13-5. Ah, okay. Ja, wir hatten die gleichen Stats ungefähr. Also, unser gleicht sich aus. Ich hab die Ult aber dafür scheiße eingesetzt. Ich hab damit nicht einmal getroffen. Ich wollte das auch so machen. Wie das eine grüne Team. Wenn wir jetzt mal Angreifer sind, könnten wir das ja mal versuchen. Ich deck dann mit der Trisucha die Wege da ab und du nimmst das Ding ein. Klingt doch nach einer Idee. Voraussetzung, wir werden mal Angreifer. Dann kriegst du wenigstens ein paar Runden zusammen. Was soll das denn heißen? Mit Angreifer kriegst du nicht hin. Soll ich dich auf letztes Mal verweisen? Wo ich ja wirklich so hart gecarried habe mit dem Schild bei den Angreiferrunden. Nein, meinte ich, dass du schlecht bist, Angreifer. Ich meinte generell, ja, dass wir beide zu inkompetent sind zusammen. Ich erinnere dich an letztes Mal. Ein zweites Mal. Ja, ein bisschen Glück kommt auch auf den Spieler an. Ja, natürlich, du hast gecarried, keine Frage. Da gab es noch einige Zuschauer, die gefeiert haben. Das ist die Sache. Was war das denn, Zille? Ich bin gerade nur von den Tinfernos geflohen. Okay, das war das schlechteste Tod, der Namen hatte. Okay, der eine, der gerade in der Mitte gestanden hat, der war unfähig. Aber ich habe auch solche meine Momente, wo ich an ihnen dran stehe und einfach nicht treffe. Also ich hatte gerade den schlechtesten Moment, den ich hier hatte. Der Terno am äußersten Rand hat den noch gebracht, weil ich muss ganz absolut bad. Ich hatte einen für euch markiert. Was hat du einen markiert? Ich habe einen der Gegner für euch mal markiert. Ja, okay. Kümmerst du dich um Grün, wenn ich. Gerade keine Tinte. Aber ja, kann ich versuchen. Komm, Panzer! Ah. Oh. Hallo? Was, hallo? Notice me, wenn ihr schon an mir einfach vorbeiziehen wollt. Ich sehe gerade, rotzen gerade richtig die Grünen weg. Stolzer. Hey, der eine ist gerade vorbeigezogen. Warte, ich hol ihn von hinten. Ja, es hat beide an uns vorbeigezogen. Ich brauch die nicht aufhalten. Die Blauen haben ihn getrollt. Der eine hat mich jetzt umgebracht. Aber ich habe Grün gut aufgehalten. Okay, doch, wir sind da. Ich wollte die Grünen auch mitnehmen, die letzten. Aber da hat das Team. Das gefällt.
Achtung, der Rollertyp. Der hat mich gerade erwischt. Aber er zeigt mich gerade. Geil, geile Runde. Ich will mal Angreifer wieder spielen. Nein. Angreifer ist potenziell schwerer, aber man will es auch mal spielen. Nur Verteidiger ist langweilig. Ah, das ist deine Meinung. Fass meine Hand an! Ja, dafür ich jetzt deine Hand angefasst. Nein, hast du nicht, deswegen habe ich ja gerufen. Fass meine Hand gefälligst an. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Aber ich bleib bei der Waffe jetzt. Was soll das heißen, mein Glück gehabt? Ich habe keinen Pilz an meiner Hand. Du kannst sie anfassen. Nein, heute nicht. Gestern musste ich sie anfassen. Das reicht schon. Halt. Und was sind wir? Schon wieder Verteidiger. Ja, dann müssen wir jetzt absichtlich verlieren, damit wir nicht so viele Verteidiger unten haben. Als ob das irgendwie beeinflusst. Ja, ihr habt jetzt verloren, probiert man das andere Team. Ja. Bauen wir beieinander? Nö. Warum sollten wir? Das ist jetzt so selten. Aber ach, ich muss ja raufgehen. So, gewinnen. Den Blau ist jetzt schon mal einer liegen. Ah, sogar zwei. Ein Nadeljocker. Meinst du, meine Bluffies helfen da gerade? Die haben die Mitte zugekleistert. Zumindest haben die den Bereich nicht eingenommen. Das wird wohl was gebracht haben. Hier, ich mach mal was ganz Sinnvolles. Wie ich das überlebt habe, eigentlich so schlecht gespielt, aber... So, ich habe ein paar Sprungbojen bei der Mitte aufgestellt. Oh Gott sei Dank. Keine Tinte mehr. Hier, ich stelle das extra hinter die Gläser, die Sprungbojen. Da habt ihr dann sogar ein bisschen mehr oder weniger Spawnschutz. Hintenschauer. Na gut, ist auch sehr eine gute Idee eigentlich für den Modus. Tja, das ist ein echt hitziger Kampf. Aber es gefällt. Ah, guck mal, wie gleich auf den Hintenschauer auf. Wer zum Schluss mal wieder. Ich hab beide vom Team Grün, ha! Gut gemacht. Geile. Dann kam der Pinsel. Nein! Ich mich zurück. Oh, das noch? Ich glaube wohl, ne? Ich meine, das war ja noch zum Ende hin knapp. Nee. Ja, okay, wir haben gewonnen. Ich habe die Bluffies noch zu denen rübergeschickt. Die Bluffies nehmen sehr viel ein, wenn man sie nicht auffällt. Ja. Ja, aber gut, aber jetzt haben wir zum Schluss Glück, muss man sagen. Das
Gegner haben sich wirklich komplett auch noch gegenseitig angeschossen. Also dadurch konnten sie ja nicht die Mitte eingenommen. Also Glück im Unglück, sag ich jetzt mal. Hast du für eine Waffe überhaupt? Ich hab den Dualplatscher? Ich hab den Dualplatscher. Das ist ein Dualplatscher. Ich hab die Bluffbombe dabei und ich hab hier die Boje. Die ich eigentlich so gut wie gar nicht nutzen will, weil ich mag die Boje nicht. Nee, du kannst einfach zu deinen Leuten bauen. Wenn ich jetzt mal so sage. Ja, als Verteidiger kannst du sie wenigstens nützlich setzen. Du kannst sie da an die Scheiben setzen, sodass du nicht instant angegriffen wirst. Ein Sinn haben. Ja, aber ich finde sie trotzdem unnütz. Meine Ult ist übrigens ready. Meine auch. Okay, ich habe meine Bluffies gesetzt. Da kam ein Stempel rein. Ja, der. Ich konnte, ich wollte nicht hinter das Glas gehen. Da bin ich offenes Futter. Na, ich habe ihn zumindest vernichtet. Der hatte einen Undercover. Blaue Team, das grüne Team hat 1 eingenommen. Dieser Schild, ey! Also der Schild sei schon Undercover. Ja, der Undercover, der hält viel aus und der hat auch noch den Vorteil, du kannst währenddessen einfach schießen. Dark, nimm's ein, es ist fast eingenommen. Oh, komm, ja. Bei mir ist es keine Sekunde, was ich brauche. Bei mir brauche ich trotzdem nur 100 Sekunden, bis ich eingenommen bin. Das ist so typisch, ne? Auf High Ground, mein Freund. Der ist tot. Nein! Was war das denn für eine Waffe? Wegkommen, oder? Ich habe keine Tinte mehr. Warum schießt du doch? Da schießt er hält einer mit dem Tintegrator drauf. Füttert ihn noch nie auch noch. Weißt du was? Ich gehe jetzt zur Abwechslung hier unten färben. Ach, du hast jetzt eben einen Fall. Mach du, mach du. Das war absolut bad. Den hätte ich gefehlt. Warte, wir sind vorne. Was? Färb weiter. Ja, ich habe meine Bluffies nochmal abgeschossen gehabt. Lol? Die Bluffies nehmen ultra viel ein, wenn man sie nicht aufhält. Ich weiß nicht, wann du mal verstehen willst, wie stark die Blufferbomben eigentlich sind. Ist halt nicht meine Lieblingswaffe, so meine ich nur, aber es hat mich 40% der Fläche haben wir eingefärbt noch. Ich habe gegen Ende einfach beschlossen, okay, ich konzentriere mich gar nicht mehr auf die Mitte, ich gehe unten alles färben. Ja, genau. Das und ich habe von unten aus die Bluffies aufgeschossen. Schein, das hat auch viel mehr Sinn gemacht. Ja, du musst auch so bedenken, die Fläche unten, die macht wesentlich mehr Prozente aus, als dieser kleine Rahmen, der da oben existiert. Ja. Die Mitte ist bloß der logistische Knotenpunkt. Von allen Ecken, so gesehen. Von da aus kannst du überall hin. Deswegen ist die Mitte auch so an sich nicht. Aber man merkt auch, dass du die Blufferbomben teilweise echt unterschätzt. Die sind ultra stark. Die musst du aufhalten, sonst nehmen die so extrem viel Fläche ein. Und die sind auch ein guter Feuerschutz, weil die halten ja schon so mindestens 3 Schüsse aus. Ja, ich mag außer du schießt da mit einer Sniper drauf. Galgon kann die auch One-Hit. Also, es gibt einige Waffen, die das One-Hit können. Ja, aber es ist ja trotzdem mindestens ein Hit, den du dafür nicht kassierst.
Und auch eine Ablenkung für die Gegner. Okay. Es ist eine gute Ablenkung. Sie können alle sehr gut Schaden machen, weil wenn einer davon auch bei einem Gegner explodiert, weil der unaufmerksam ist, ich meine, die machen so um die 60. Würde mich aber trotzdem immer eher auf den Gegner schießen, bevor ich den Buffis angreife. Die machen 35 pro Hit. Und das sind ja, die nehmen schon eine gewaltige Fläche ein, wenn sie nicht aufgehalten werden. Wenn du die nicht aufhältst und wirklich alle explodieren, nehmen die mindestens 15% ein. Die sind ultra stark, die Dinger. Deswegen, ich liebe die Wurferbomben, weil die sind ultra stark. Sind mein Favorite. Glückwunsch, Ruf. Wir haben ja auch ein Spiel gewonnen. Okay, meine Bomben sind fertig. Wie sieht's mit deinem Schild aus? Ja. Ja, ich hab gesehen, wie frech der war. Warte. Okay, hab gezielt. Ich hab mal. Wieso bist du zu mir gekommen? Ich wollte für dich die Schüsse abfangen. Er hätte sich über die Gegner killen. Hab ich versucht, du standst im Weg, Fettsack. Was? Oh, jetzt hat aber der aber einiges aufgehalten, der Junge. Keine Sorge, ich hab ihn gefinisht. Ich glaub, sein ganzer Speck hat den ganzen Schiss ab. Ach nö, nicht Heulboje. Hör doch auf mit dem Kack. Oh, das war absoluter Suicide Mode. Hast du ihn denn wenigstens erwischt? Nein, weil ich ihn nicht gesehen hab. Der hat Noob-Modus gemacht. Das war ein Noob-Modus, wie gesagt. Er kann den nicht sehen, wenn er sich erst in der Tintenform versteckt. Ah, passt. Ein paar Hits hatte ich ihm schon gegeben. Ich vergesse immer, dass die Feuerkracher existieren. Das ist ein großes Problem bei mir. Hä? What the fuck? Was war das? Spürbombe? Haftbombe. Ich hab die Haftbombe null gesehen. Haftbombe. Seht ihr mir noch? Okay, meine Bluffies sind bereit. Ach, da ist jemand mit Bombenschwappe oder irgendwas, der da hat. Hab's! Ich hab den. Nee, den hab ich noch nicht gesehen. Ich hab das Ding eingesammelt. Ich hab's nach Hause gebracht. Ich kümmere mich jetzt darum, unten zu färben, ne? Eine Grundsicherung ist ja jetzt gerade gestellt worden. Ah, verdammt, ich wurde gerade nochmal hingerichtet. Oh, ich konnte meine Bluffer noch abschießen. Ich konnte die auch noch abwerfen. Also die. Aber ja, ich konnte sie abschießen, aber sie sind nicht mehr rechtzeitig geplatzt, leider. Ja! Geil! Ich bin gegen Ende da nochmal runtergesprungen. Du musst dir mal angucken, wie ich wie diese Runde am Ende noch bei mir ablief. Ich bin vor der Kuhlkugel geflüchtet. Hinter mir war einer, von dem bin ich geflüchtet. Und hab dann nur noch unten gefärbt. Nachdem ich zu dir gesprungen bin. Ich glaube aber, die Runde, was es geholt hat, sind die Feuerkracher. Ich habe noch zum Ende die Feuerkracher gewonnen. Vielleicht kann das kann was ausgemacht haben, weil das waren nur 2%. Also, daher. So, dann wollen wir auf die normalen Runden wechseln, dann kann Groove auch mitmachen. Ach, ja. Müssen wir sowieso. Das Spiel hat die Entscheidung abgenommen. Ach ja, im Übrigen, ne, zum DLC will ich mal eben kurz sagen. Das ist ein abgeschlossenes Projekt, du musst mich da nicht auf Sachen hinweisen oder mir Tipps geben. Nö, aber ich find's trotzdem lustig zu kommentieren. Ja, ich meine ja nur, du musst mich nicht darauf hinweisen, das hat jetzt eine Kettenreaktion ausgelöst, weil es zu dem Zeitpunkt interessiert mich das dann gar nicht mehr. Nice, aber ich möchte es trotzdem schreiben. Ich sag nur, dass es mich dann halt null interessiert.
Im Übrigen, bisher sieht es schlecht aus für uns, ne? Hast du dann wieder kommentiert? Ich habe einfach nur, okay geschrieben. Die Szene hast du dir bestimmt nochmal angeguckt, oder? Nö. Ich habe einfach nur, okay geschrieben. Mehr habe ich nicht gemacht. Dann musst du mir das schon sagen, dann brauche ich gar nicht mehr kommentieren. Ich meine, bei den Shellshock-Streams damals, ich sag mal so, ich gehe nicht, drück nicht bei jeder Stelle, wo jemand sagt, okay, zu der Stelle ist was passiert, da drücke ich dann nicht unbedingt auf die Stellen drauf. Ab und zu, ja, aber nicht immer. Und wenn es dann sowieso so eine Situation ist, die mich dann eh nicht mehr interessiert. Soll ich hier oben sterben? Oder? Ja, komm, mach. Danke. Dann mache ich hier oben. Jetzt gerade hätte ich gerne einen Sprinkler dabei. Oh. Weil das ist eine Sprinkler-Map wegen dem Drehdinger. Ja, dann musst du auch deinen Flexroller switchen. Ja, doch. Sprinkler, oder? Ich guck nach, Runde. Ich meine, dass der den hat. Ja, da unten geht den Flexroller habe ich aber längst abgeschlossen. Die ganze Zeit, der wird mit ausweichen. Der war so am Arsch. Was hat der hier überhaupt zu suchen? So, ja. Oh, das war unnötig. Aber ich hab eigentlich einen schönen Stand Blackbombe mitgekehrt. Ich war aus der Reichweite. Sag mal, wie lange hat er jetzt gewartet, um die Grundkugel zu werfen? Die war doch schon längst fertig. Oh, das. Oh. Das war auch ein schöner Kill. Ich hab quasi die Kleckbombe gegen seinen Schirm geworfen. Da explodiert die natürlich direkt. Und er ist halt genau vorgelaufen. Ich hab meine Bluffer gerade zu denen rübergeballert. Und die hat keiner aufgehalten. Gut, wenn mich keiner auffällt. Ja! Er hätte nicht abfallen können, oder? So, oder? Ich hab die Bluffer in ihre ich hab die Bluffer in ihre Basis geschickt. Hier sieht man auch noch. Wenn da keiner ist, dann schicke ich da die Bluffer hin. Die machen, wie gesagt, ultra viel Fläche. So, jetzt kannst du erstmal mit Griffel Orlan spielen. Wenn es jetzt schlecht laufen sollte, dann kann ich nichts dafür, okay? Jetzt gut, ruf. Hmm.
Und weg. Oh, die Runde sieht sehr, sehr gut aus. Oh, die Runde lief doch richtig gut. Die Runde haben wir jetzt komplett dominiert. Also von der Runde kann man nicht meckern. Bringt mein Sprinter ja nichts. Alter Junge, entscheide dich, wo du färben willst. Aber renn nicht zu mir zum Färben. Mann, so dämlich. Immer wieder gern. Nachsprung, den kann ich nicht so gut. Ja, alleine zwei vernichtet. Bin zwar auch gestorben, aber worth it.
War auch wieder eine richtig gute Runde. Mann, Dark hält uns echt auf, wenn er dabei ist. Das hat er bestimmt gehört. Ah, die Map. Endlich. Meine Zeit ist gekommen. Boah, dann färb ich halt hier unten. Hat er jetzt ernsthaft nur dauernd gewartet, um mich abzuschießen? Junge, ich hätte die Zeit besser genutzt. Okay, und das Teil sitzt da, wo es sitzen soll. Nevermind. Mein Gott. Wie denn? Seit du weg bist, gewinnen wir nur noch. Okay, das ist Fortschlag. Dass die anderen Gegner in Gefahr sind und hätte ich dir fast was zum Schneiden gegeben. Mann, immer hältst du uns auf. Bullshit, jetzt mal ehrlich, wie habt ihr gewonnen? Alle oder fast so gut wie jede? Ich glaube, eine könnte verloren gewesen sein. Okay. Obwohl, nee, warte mal, ich kann ja gucken. Ich glaube, so um die 15 Minuten warst du weg. Ich muss jetzt eh eine neue Lobby aufmachen, damit du zurück kannst. Ja, exakt. Jetzt habe ich offen. Achso, ich habe diesen Kopfdruckwechsel. Dann kann ich auch gleichzeitig gucken. Eine war weg. Nur eine Runde. Ansonsten waren alles Victories. Ja, da kannst du ja einige Runden aussuchen, welche reinkommen. So, ich fährt mal hier oben. Ich wollte gerade wieder hin, aber ich war schon fest da. Hab mich das erledigt.
Wir kämpfen auch mal übrigens gegen unser eigenes Team. Wollte gerade erwähnen. Ja, sonst hätten wir nicht gelb. Ja. Eben. Sonst hätten wir orange oder braun. Rot trifft es am ehesten. Es ist rot. Es ist ein Rot. Es ist ein dunklerer Rotton. Sieht man doch. Um Albert einer rum, kann ich sagen. Wen meinst du? Ja, meinst du hoffentlich nicht mich? Nein, auf den Gegner, auf den Zwillingstower da. Sehe ich direkt. Oh ne, der ist schon tot. Der Shining hat eine. Wenn ich einen Haarsprung habe, muss ich ihn auch mal irgendwie nutzen. Schicke dir meine Coolness. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das eine geschenkte Runde wird. Momentan also, die Runden bei den normalen Kämpfen, die laufen generell sehr, sehr gut. Das gegnerische Team, muss man ehrlich gesagt sagen, ist glaube ich nicht besonders stark. Von wo? Von unten? Ich habe den Schuss null gesehen. Also in der Mitte ist gerade einer, ne? Er ruft nach unser Coolness für eine Gigidama. Oh Gott sei Dank hat er zweimal von dir. Das gegnerische Team ist wirklich nicht gut. Albert auch mehr rum zum Schluss auf. Ich habe meinen Haarsprung genutzt, um den Sniper auszuschalten. Die einzig richtige Anwendung. Alter, guck dir mal die Karte gleich an. Das ist lächerlich. Die nehmen die... ich glaube, die haben das Spiel nicht mal ansatzweise ernst genommen. Ja, die haben, glaube ich, noch nie das Spiel gespielt vorher. Also kommt mir so vor, als hätten wir gegen Neueinsteiger gerade gespielt. Gegen deine Verwandten. Hätten wir auch, da hätte ja mindestens einer von uns AFK gehen können. Jetzt reicht mir endlich die Pfote. Nein, heute nicht. Ja, 9-0, also kein... Wer von denen hat getrollt? Ja, das kann man... Ich weiß nicht, ob man das bei dir sehen kann, bei mir hat das auf jeden Fall einer gesehen. Wahrscheinlich einer von den unteren, ne? Ja, ich glaube, irgendeiner mit einem Cowboy-Hut war das. Bin echt nicht sicher. Also einen Cowboy-Hut sehe ich bei den allen nicht. Ich glaube, das war einer mit der Mütze. Also die, das Mädchen auf jeden Fall nicht. Meinst du eventuell den Avedui? Ich glaube Avedio, ja genau, der kann das gewesen sein, weil der hat auch 1-9. Also ich hatte das mit den Trollen nicht bemerkt, aber selbst dann, das restliche Team war jetzt auch nicht sonderlich gut. Ich werde langsam aber gut mit den Dopplern, ich kriege das mit den Ausweich mittlerweile hin. Also ich habe das mit den Trollen nicht mitbekommen. Ja, wenn du das spielst, dann wirst du natürlich auch besser. Kommt drauf an, welche Waffe du dich kategorisierst. Ich kategorisiere mich ja nicht, ich mache einfach nur Artikards. Ich bin oben. Ich gerade nicht. Du kannst dir eigentlich durchgehen, bei der mir vorstellen, dass ich oben anfange. Ja, ich hab's nicht gesehen. Und meist werfe ich dann von oben aus einen Sprinkler runter und unten ein bisschen zu helfen.
Hat keiner gesehen. Ich hab einen mit dem Piano erwischt. Hat keiner gesehen, gut. Nö, hat auch keiner gesehen. Gut. Aber soll ich einen Tipp machen? Nein. Ich glaube, es gibt schon zu oft solche Szenen, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh, ich habe nicht gesehen, was gerade passiert ist. Das war eine Fata Morgana. Dann machen wir mal. Das war eine Fata Morgana. Das hast du dir eingebildet, dass da was passiert ist. Oh, ich bin komplett in die Fresse geflogen. Dünerroller. Ich bin zwar weggerollt eigentlich, aber... Egal, ne? Ist egal, ja. Diese Asynchronität von diesem Spiel. Da hinten steht einer mit einem Löschdoppler, ganz hinten. Ich war noch ein bisschen in deren Basis hinten. Achso, du warst noch in deren Basis hinten? Das ist ja... Ja, der Haarsprung ist ganz gut, wenn man mal eben kurz zum Gegner rüber hüpfen will da oben. Da siehst du mal die Linie. Oh. Hey, ich hab noch eine Haftbombe geworfen. Kann sein, dass das auch noch was rausgemacht hat. Diese Linie da oben ist mindestens 2-3%. Ja, deine natürlich auch. Ach, dem reichst du die Flosse, aber mir nicht. Dem Random reichst du sie. Ja, ich kenne ihn nicht, also... Aber mir, den du kennst, den reichst du nicht die Flosse. Okay, ich verstehe schon. Ja. Ich verstehe schon. Ja. Du hast auch keine gute... Du hast auch nicht gut abgeliefert. Nur das zum Schluss. Du hast die Kirsche von der Torte genommen. So, letzte Runde der Revierkämpfe. Und es ist mal 100 Kamm. Hab ich dir doch gesagt. Können wir noch eine machen. Ob wir diese Runde gewinnen werden, man weiß es nicht. Ich habe die Waffe wenigstens gewechselt. Drei Gegner getötet, jetzt schafft das, denke ich mal. Also für den Anfang. Du hast schon, ich wollte gerade sagen, hast schon gesehen, wie schnell sich das Blatt wenden kann, oder? Ich weiß, aber. Ich kann das Spiel so innerhalb von 20 Sekunden locker reißen. Meine. Nein, du, Schotscher! Ich habe gerade zwei umgenietet. Das tut sich doch mal gern. Ich hatte keine Tinte mehr.
Ja, aber ich meine nur. Und so bombardiert von Torpedos. Man sieht's mir jetzt. Ruf hinter dir! Das verstehe ich manchmal nicht. Hey, wieso war ich so schnell tot? Der Ein... Platz, der schießt doch nicht so schnell. Gefühlt war das eine Galgon gerade. Oh. Für die Heimatbasis. Das ist man. Das müssen wir gewonnen haben. Sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Wenn wir das verlieren, dann vergibt sich. Ritz, Ritz, Ritz. Guck mal, hat sich doch noch gelohnt. Kannst du auch noch ein Foto machen? Yeah! Freude! Ja, da kriegt man dann noch mal ein Foto gegen Ende. War aber auch eine gute Runde. 184.000 Punkte. 208.000. Immerhin besser als der Random. Das ist alles, was zählt. Ab auf den Schrei mit euch, Jungs. Foto-Session! Gefühlt bin ich immer der, der mich hinsetzt. Der erste. So. Foto-Session! Ja. Arti, wie viele Karten habe ich bitte? 60 Karten bestimmt. Ja, 60 Karten! Also dagegen sind deine 10 gar nicht. Ich mach gerade auf, ich mach gerade Fotosession. Von diesen glücklichen Leuten da. Guck mir die an, wie fröhlich die sind. Eine Überraschungsbombe. Die sind so fröhlich. Ja, da hatten wir doch noch mal ein gutes Ende für dieses Splatfest. Ja, gut. Ich zumindest noch zu dir gekommen, dass wir das machen können. Eine Runde noch. Darf ich meine Abmut machen? Ja, meistens. Ja, das war doch ein wunderschönes Splatfest. Erster Tag lief nicht so extrem gut, aber der zweite, der konnte sich ja sehen lassen. YouTube, euch sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Ach, nach dem Zwischenergebnis, nach dem Endergebnis. Mal gucken, welches Team am meisten abgeschnitten hat. Ich hoffe mal, dass nicht die Itex-Typen gewonnen haben, weil dann seid ihr einfach nur alle langweilig. Ganz ehrlich, Weltuntergang macht was. Da bin ich ja mit Löffelliste noch mehr einverstanden als mit Alltagsleben. Jedenfalls, euch sehe ich nach dem Endergebnis, wie gesagt, wieder. Und da kommt dann die finale Abmod. Aber bis dahin sage ich mal, bis gleich. Ernährt. Ein Bärdoppler? Den kenne ich ja noch gar nicht. Okay, eine Runde, nochmal die YouTube sieht. Eine komplett neue Bärwaffe, den Bärdoppler kenne ich nämlich noch gar nicht. Aber du schneidest in die zweite rein.
Ah, ich sehe den. Ich sehe den Vorzug von der Waffe. Du willst mit der gar nicht schießen. Du willst das Ausweichen mit der tatsächlich die ganze Zeit nutzen. Weil das Ausweichen macht Explosionen. Okay, der Bärdoppler ist auch in Ordnung. Sag mal so, ich hab meinen Spaß gerade alleine. Die Eier, das meinst du ja. Ah, bin gerade gestorben. Ich hatte keine Tinte mehr. Aber der Bärdoppler ist echt in Ordnung. Also mit einer Bärwaffe will ich eigentlich lieber in der Schlacht helfen, ne? Anstatt die Eier da aufzusammeln. Alle einzeln und hochzuwerfen. Jetzt kommt wieder so eine Armee von Nord. Danke. Was danke? Danke für die Zäsur. Nee, ich hab selber unterbrochen. Na gut, sag es nicht! Der Bärdoppler, ganz tolle Waffe. Also die Explosionen waren auf jeden Fall nice. Jetzt sehe ich YouTube wirklich erst nach dem Endergebnis wieder. Neue Bärwaffen zeige ich euch schon mal. Ja, Leute, das war das Splatfest, ne? Zum Thema, was würdet ihr tun, wenn Welt untergeht? Also, ich bin schon überrascht, dass Weltrettung so extrem so wenig Stimmen hatte. Ich kann mir vorstellen, aus welchen Gründen Team Löffel Liste so extrem viel Stimmen hatte. Zum einen, weil sich die heutige Generation, glaube ich, einfach nur denkt, ja, Party. Und daraus besteht wahrscheinlich die halbe Löffelliste, einfach nur Party machen. Und zum anderen,
wegen eines Weltuntergangs-Anime wahrscheinlich, der bis vor kurzem noch aktiv lief, wo es auch um eine Löffelliste ging. Dass das gefühlt einfach nur Fanboys waren, beziehungsweise Fangirls von dem Anime und deswegen sagten, ja, ich bin Fan so sehr von diesem Spiel. Aber natürlich gönne ich dem Victory Team Löffelliste. Hauptsache Team Alltagsleben hat nicht gewonnen. Dann wäre ich wirklich nochmals enttäuscht von der Welt gewesen. Es ist trotzdem enttäuschend, wie knapp es am Ende war. Team Löffelliste kann ich ja noch irgendwo als Sieger ansehen, aber wäre es das erste Team gewesen, Team Alltagsleben, ich wäre wie gesagt komplett enttäuscht gewesen. Wie langweilig die Menschheit dann einfach nur ist. Leute, es ist Weltuntergang. Wenn dieses Szenario da ist. Ihr könnt nichts Langweiligeres machen, als so tun, es wäre einfach ein ganz normaler Tag wie der andere. Wahrscheinlich einfach nur vom Fernseher fletzen und Fernseher gucken. Das ist doch stinklangweilig. Naja, ich sag auf jeden Fall GG. Haben alle Teams super gekämpft. Wir haben auch unser Bestes gegeben. Wir haben ja wenigstens bei einer Kategorie zumindest so einen halben Preis gewonnen. Aber wie gesagt, ich bin schon enttäuscht, dass wir so extremst wenig hatten. Also wir waren bei den Tritotshörnern ganz hinten, wir waren bei den Stimmen ganz hinten. Nur bei den Profikämpfen, wo ich nicht mal wirklich teilgenommen habe, weil unter anderem, wenn man mit jemandem zusammenspielt, dann kann man Profi, meine ich, generell nicht auswählen. Beziehungsweise man muss erst einen bestimmten Rang haben. Und auch die mitmachen wollen, müssten dann denselben Rang haben. Und ganz ehrlich, das Rangsystem in den Spielen interessiert mich generell absolut nicht. Ich spiele einfach nur just for fun und nicht so, ja, ich will jetzt irgendwem was beweisen. Muss ich nicht. Ich brauche keinen Schwanzvergleich. Ich spiele, um Spaß zu haben, nicht um der Beste zu sein. Naja, wie gesagt, GG. Hat Team Löffelliste gut gemacht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like hier bei YouTube da lassen. Ein Follow auf dem Twitch-Kanal. Ist beides gegenseitig in der Beschreibung verlinkt. Vergesst nicht immer, dass ich hier zwei Streams zusammenschneide. Die Splatfeste sind ja auch so eine Kategorie, die streame ich erst auf Twitch und danach lade ich sie geschnitten hoch. Und ja, das ist eigentlich auch da alles. Ich finde es auch gut, dass wir direkt neue Bärwaffen gesehen hatten. Gleich zwei an das Stück. Also ihr habt die ja auch gesehen. Wenn ich was Neues an Bärwaffen sehe, dann zeige ich es ja. Und da bin ich gespannt, was noch kommt, weil ich glaube, da sind noch ein paar Möglichkeiten offen. Naja, ich sag dann mal ciao und bis zum nächsten Mal.